Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich habe mir hier den Sepp und den Christian geschnappt. Hallo, hallo. Und ja, ich habe mir jetzt hier den, ja, den Gal nochmal genommen, den Meister Yi, den Ninja. Joa. Lass ich meinen Rülpser drauf ab. Jojojojo. So, und da bin ich hier direkt mal schon geil im Busch. Und was machen die anderen beiden? Sepp Chillax da unten. 8% kritische Trefferchance holst du dir direkt. Und Christian. Den spielt auf Crit. 3 Mana Regeneration. Wir spielen doch gegen 3. Der dritte ist dabei. Ja, ich hole mir als nächstes den Philosophenstein. Was macht er? Regen und Leben, Ah, okay. glaube ich. Also Leben, glaube ich. Regen weiß ich. Ist ja gar keiner von denen vorne. Ne, ich stehe Was auch denn ganz vorne los? bei denen. Also vielleicht zwei von denen oben. Aber hier ist Macht auch gerade keiner. einen Komm, ich stehe Drachen. auch so weit vorne. Naja. Kann natürlich sein, dass die Champions schon zuerst machen. Also Nee. die Creeps, Die glaube spawnen ich. doch Die, erst, wenn nein, die ich glaube, Vasallen nee, loslaufen, oder? da sind sie. Spawnen die nicht auch erst, wenn die Vasallen loslaufen? Ja, die spawnen dann Ja, erst. da sind schon zwei. Wir haben schon Geld kassiert. Haben schon Schaden gemacht. Also ich kann den stunnen für 1,5 Sekunden. Okay. Und ich kann dich später Der eine heilen ist nach und ich habe oben. eine Aura. Ja. Einer ist nach oben, Dennis. Ja, der Das ist doch steht hier. hier. Arm, Junge! Nice. Der hat mich verlangsamt, die Sau. Wieso schießt der Turm denn auf mich? Ja, Am weil du den Arsch. angegriffen hast. War Wo ist denn natürlich der klar. Dritte? Der Dritte ist doch noch nicht da. Aber doch, der steht auf jeden Fall in der. Ne, stimmt, der hat auch noch nichts gekauft. Jetzt wird's das. Dann kannst du ihn stunnen. Ja, wenn der nächste Mal ankommt. Jetzt. Warum läufst du weg? Ja, weil der mich. Nee, der läuft zum Turm. Bam. Das nächste Mal bin ich stärker. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Ah, ist er doch. Aber es hat sich mit dabei. Jetzt fickt er mich bestimmt. Na, kommt wahrscheinlich runter. Unten sind wir meistens beide. Ja, der ist runtergekommen. Lol. So, mach keinen Mist. Ich kann dich nicht heilen. Was machst du denn? Wieso habe ich denn so viel Schaden gekriegt? Weil da zwei Champions und ganz viele Vasallen sind? Fuck! Na, jetzt muss ich zurück. Ja, sorry, aber irgendwie. Tom.
Warum hatte ich noch heilen frei? Ich glaube, ich bin gerade eingenickt. So im Zeug. Was? Am Filmriss. Alter, Vater. Geh mal schnell mal zurück. Hier fehlt auch einer, pass mal auf. Oh ja. Das ist bei mir hier oben. Mhm. Das schon mal und das. Boah, wie der schon quittet, alter Falter. Geil ist das denn? Vorsicht von oben. What the fuck, wie sollte er jetzt nicht leben? Weil ich den angefickt hab. Schade, der hätte mal ein bisschen weiter raus. Ja, und hätte ihn gesandt und dann wäre er tot gewesen. Naja, nerv nicht. Wieder weg. Kann sein, dass der gleich wieder zu dir kommt. Nice, ja. Komm, wenn ich auf die Eier rumschütt. Hat schon die Schuhe. Und gut ist, dass der Master hier gegen mein Festhalten nichts machen kann. Was sei denn, der hat Erlösung, Erläuterung. Jetzt da ist du, jetzt gehst du drauf, du Wichser. Die kommt zu dir hoch, glaube ich. Ist mir egal, den schnecke ich mir jetzt. Der kommt, der eine kommt ja, auf jeden Fall zu dir hoch. Auf jeden Fall hoch. Mit hoch, auch, ne, da vorne steht einer. Ist egal, ich bin schon wieder weg. Gut. Egal. Na, warum bin ich denn schon einmal gestorben? Du? Ach ne, Tötung, Gegner. Upsala. Ich hab auf die falsche Leiste geguckt. Weg. Na. Ja. Ich glaube ich sofort mal im Einkaufen. Ich hab auch ein bisschen viel Geld. Ich geh auch. War das ein bisschen viel? Na, ich geh mal besser weg. Auf, ne? Ui, das war knapp. Das war knapp. Tja, jetzt kann ich nichts tun, als auf Turm warten. Ja, ich komme jetzt. Komme ich nämlich gerade nicht mehr heilen. Kannst du dich nicht mit deinen Kristallen heilen? Was für Kristalle? Nice, danke. Für der eine läuft ja immer noch hinter dir her. Dann geh ich direkt einkaufen. Ja, nächster Tod. Nice. Wie war das denn? Da läuft der wie so ein Bekloppter hinter dir her und sieht mich nicht. What the fuck? Na, ist da unten. Ich glaube, die sind echt ein bisschen stupid. Oh, da ist er schon wieder. Oh, but.
So. Ach, jetzt kommen wir hier. Mein oben ist weg. Ja, dann kommen die jetzt runter, die kommen ja, gerade beide da. Hier. Der ist wieder hier oben. Und gerade verlangsamt wurden hier drin. Ja, hier fallen. War so ein Pilz, der hat unsichtbare Pilze. Oh ja. Nee. Der hat unsichtbare Pilze, du sagst es. Alter Sepp. Sepp, komm da raus! Ich kann nicht sterben, Christian. Was? Genau so! Das ist die Antwort auf ich kann nicht sterben! Ach, ich dachte halt, wäre eine passive Fähigkeit, dass sie automatisch aktiviert wird, ja schade. Ja, das wäre noch besser. Kurz vorm Tod wird automatisch aktiviert, dass du unverwundbar bist. Ja, hat sich irgendwie so gedacht. Aber wenigstens konnte ich den einen durchgehen. Ja, nice. War natürlich, fail. Wie geil, ey. Oh, jo. Oh mein Gott, was war das denn? Ich kann nicht sterben, selbst tot. Aber geil. Oh Mann. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Oh ja. Ach, Junge, am Arsch geblendet. Scheiß Pilze, ey. Naja, schießt auf mich. Wir ziehen uns auch viel zu nah an den Turm ran. Also bei Dennis, wenn du nachher ein bisschen weiter nach hinten fällst, sag mal Bescheid, dann kommen wir hoch. Nach hinten fallen? Ich drück den quasi die ganze Zeit gegen den Turm. Gegen sein. Ja. Falls mal nicht. Ich könnte euch mal ein bisschen Rüstung vertragen. Ah, mal zwei Vasallen hier, nein. Nice, Dennis. Ich sag, die ganze Zeit. Ist deiner irgendwie nicht da oder so? Doch, der ist da, der hält sogar dagegen, aber ich heile mich halt die ganze Zeit mit der Meditation und mit dem vampirischen Zepter. Sepp, komm zurück! Sepp ist auch so killgeil momentan, ey. Ja, ich kann ja nicht sterben. Ja, das stimmt. Was passiert eigentlich, wenn du das aktivierst und ich dir einen Heal reindrücke? Wenn du dann wieder über die Prozent kommst, dann bist du aber nicht wieder automatisch verwundbar, oder? Nee, dann habe ich das Leben danach einfach wieder. Okay. Das steht auch mal bei euch unten. Du kannst auch gerne vorbeikommen. Ja, sollen wir sofort mal den Kitzern. Den Kissern dann die beiden. Na, habt ihr was zum Stunnen oder so? Nur ja, ich kann Bescheid slowen. Sagen, auf wen. Ja, und wann. Ja, vielleicht gerade ein bisschen unpraktisch. Und neben dem Turm ist auch nicht so ganz praktisch. Kriegen wir wieder um den Sack. 138 kann ich halt. Nice, Christian, danke. Ja, ich muss da mal öfter dran denken. Dann warten wir mal kurz, bis die dringen uns jetzt gerade ein Stück zurück zumindest. Ja. So, und dann jetzt nehmen wir den Kisan sofort. Ich komm. Alles klar, drauf. Daneben ist Hand! Und ich bin noch in so einen Scheißapfel reingelaufen. Jetzt? Na komm, dann geh ich in oben wieder snacken. Ja, holt sogar meinen Turm. Der Kisan portet sich zurück. Der soll er machen, gerne. Ne, der wollte uns nur loggen für den Pilz. Der hat da nämlich einen Pilz geplantet, die Sau. Alter, das ist der erste Damage, den mein Turm jetzt kriegt, nur weil ich nicht da war. Tja, direkt auf die Mütze. Echt mal. So nicht.